Herzlichen Dank, dass ihr jetzt einschaltet. Social Law ist seit heute live. Ich werde euch heute erklären, wie das dazu gekommen ist, warum ich das mache, warum ich das nicht allein mache. Warum ich das machen kann, sind mehrere Punkte. Es sind schon sehr, sehr viele Nachrichten reingekommen, Gratulationswünsche und natürlich auch sehr kritische Fragen von der einen oder anderen. Und das ist heute mein Ziel, euch das können zu erklären, warum jetzt auch noch rechtlicher Aspekt bei mir bei Social Schweiz reinkommt und wie ich das vor allem machen werde. Die Berührungspunkte habe ich schon sehr, sehr lange, respektive ich habe mit Compliance Officer von grossen, kleinen Unternehmen, mit externen, immer wieder zu tun gehabt. Das passiert schon seit 2016, das ist eigentlich nichts Neues. Was aber passiert ist, es wird immer komplexer, es wird immer schwieriger und das, was mich am meisten nervt, ist, es wird immer teurer. Und die meisten haben, sagen wir, die meisten KMUs haben nicht die Möglichkeit, 5, 6, 7.000 Franken im Monat auszugeben, um sich rechtlich können schützen zu lassen, um einen Ansprechpartner zu haben, und genau dagegen möchte ich wirken. In erster Linie stelle ich euch jetzt einfach mal schnell die Webseite vor, dass ihr das seht, aha, was machen wir da überhaupt, wie funktioniert das? Das Ziel von uns ist, dass wir eine Social- und eine Online-Sicherheit anbieten. Und sicher, was speziell ist, ist ein Flatrate daraus zu machen, dass wir bestimmte Zeit, je nach Päckchen, wo man da möchte, nehmen oder passend für einen ist, dass man da einen Ansprechpartner hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr zeitgemäß und nicht einfach im Stundenansatz von 500, 600 Franken das zu machen, sondern in einer Kooperation mit einem Partner zusammen zu arbeiten, wo auch andere Aspekte hat, wo im Social-Media-Bereich unterwegs ist, wo auch helfen kann. Und das sind genau die Sachen, die mich dazu bewegt haben, den Schritt zu machen. Ich gehe noch schnell, schnell drauf, dass ich da alles sehe, was da passiert auf meinem Feed, dass ich auch einen Kommentar, so eine Frage habe, dann bitte kommt auf mich zu. Ich möchte unbedingt den Leuten Hilfestellung bieten in dem Tag, den ich da habe. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr natürlich Fragen habt und auf mich zukommt. Sehr gut. Also zuerst einmal, wie ist das entstanden? Wie gesagt, 2016 habe ich das erste Mal so einen Berührungspunkt gehabt. Ich hatte da einen Kunden gehabt, der gesagt hat, hey Baschi, wir können erst mit dir zusammenarbeiten, wenn du eine GmbH hast. Vorher habe ich noch keine GmbH gehabt. Und dann habe ich wegen diesem Unternehmen im Prinzip Social Schweiz gegründet. Das ist zwar nur ein normaler Akt gsi, aber der jetzt erstmal in Berührung kommt und sagen, hey, wir dürfen mit dir nur zusammenarbeiten, wenn du das und das machst. Und das habe ich nicht als Nötigung empfunden, sondern als rechtliche Grundlage, weil die Compliance von dem internationalen Unternehmen nur so kann arbeiten. Für mich ist das natürlich dann gut gewesen. Ich habe das gemacht und habe mir dann dort schon überlegt, ja, was ist denn mit diesen kleinen Unternehmen, mit den Startups, die zuerst starten wollen und nachher im Prinzip Strukturen wollen aufbauen. Und die werden ja die gar nicht die Möglichkeit haben, mit so einem Kunden zusammenzuarbeiten. Und so habe ich den ersten Berührungspunkt gehabt, habe dann glücklicherweise mit meinem Partner, mit dem Dr. Miguel Imobersteg, ich sage mal, einen Partner gefunden, der mich jetzt seit 5 Jahren begleitet. Und wir haben verschiedene Projekte können machen. Er hat dann meine Unternehmen gegründet, er beratet mich auch sonst. Es gibt immer wieder, ich sage mal, Möglichkeiten, wo man zuerst muss abklären, darf ich das machen? Sollte ich das machen? Und wenn ich es darf, wie muss ich es machen? Und mit diesen Punkten bin ich dann dazu gekommen, dass das dann eben funktioniert, respektive dass das rechtlich sicher ist, dass ich da auch keinen Schaden verursache, weder für mich, noch für meine Mitarbeiter, noch für den Kunden oder Außenstehende. Und das ist dann der Grund für mich gewesen, zu sagen, okay, das macht enorm viel Sinn, einen Jurist an der Hand zu haben, der kann Unterstützung bieten oder eben auch Hilfestellung bieten kann. So ist dann auch die Social Media and Law gegründet worden, natürlich auch mit dem Dr. Miguel Imobersteg, weil wir schon so eine gute Vertrauensbasis haben können aufbauen in den letzten 5 Jahren. Das, was ich ihn gefragt habe, er hat gesagt, die Idee ist sensationell, müssen wir machen.
Und das ganze Projekt ist relativ schnell dann über die Bühne gegangen und bin auch sehr, sehr dankbar, dass es so einfach klappt. Das ist natürlich nicht immer selbstverständlich, dass man innerhalb von wenigen Tagen das Okay hat und kann starten, das Pricing kann machen, ein Video gedreht hat. Dass das einfach relativ zügig vorwärts geht, zeigt eben auch, dass es in den digitalen Medien auch schnell muss gehen und nicht, ich sage mal, der Flaschenhals darf dann eben nicht die Abklärung sein. Und deshalb nochmal ein Grund mehr, eine Beratungsfirma mit Flatrates machen für Social Media, wo eigentlich alle Juristen oder Anwälte ein bisschen aushebeln. Das ist auch das Ziel von dem Ganzen, dass wir günstiger sind und schneller sind und vor allem als Flatrate arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, weil wir wollen nicht den Corporates helfen. Wenn die natürlich kommen und uns wollen, dann sagen wir nicht nein. Da sind wir ganz klar offen für alle. Jedoch ist der Target Market im Prinzip das Kleinunternehmen von 1 bis 50 oder maximal 100 Mitarbeiter, dass wir dort können, juristisch Unterstützung bieten, natürlich nicht nur juristisch, ich habe auch anderes Know-how, das wir damit einbringen können. Ich sehe immer noch die Webseite, ich muss da auch noch ein bisschen abscrollen. Wir fokussieren am Anfang auf einige fixe Themen, werden aber das ganze Sortiment von Services, die wir haben, natürlich ausbauen. Es gibt ganz viele andere Themen, die sehr, sehr spannend sind, wo wir einfach zeitlich nicht mehr die Chance gehabt haben, das zu implementieren und auch zu machen. Also das Thema Social Compliance, dass wir die Sicherheit können gewährleisten und macht das Unternehmen das richtig, das bieten wir als Service an. Auf der sociallaw.ca Seite findet ihr natürlich die Seite, könnt ihr auch im Nachgang alles in Ruhe anschauen. Wir haben Urheberrechtsthemen, die, glaube ich, noch nie so aktuell wie heute gewesen sind, dass man sagt, wem gehören die Daten? Jeder Mitarbeiter nutzt ein LinkedIn-Profil oder die meisten nutzen oder andere Social-Media-Kanäle und rechtlich im Arbeitsvertrag oder in den AGBs oder in verschiedenen anderen Möglichkeiten, wie man das rechtlich regeln kann, ist meistens noch nicht sehr viel passiert. Und diese Sachen, die sind fundamental für die Zukunft. Also Urheberrecht, wer darf mit welchem Profil was machen, das ist ein Riesenthema und wird auch nicht weggehen. Also wir wissen, dass die Datenschutzverordnung da ist zum Bleiben. Die Schweiz passt das an. Also das heisst, wir werden auch mehr kontrolliert und es wird ganz sicher auch ganz viel Strafen dann ausgesprochen werden. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, wie jetzt gerade Google und Co. überkommen und Facebook natürlich, aber auch eine kleine Strafe kann in der schwierigen Zeit, wo wir jetzt leben, das Problem darstellen für das KMU in der Schweiz. Datenschutz im Allgemeinen ein Riesenthema. Was darf man machen, was darf man nicht? Nur schon die banalen Fragen. Und wenn man dann ein bisschen bohrt, dann kommen dann sehr, sehr interessante Daten, wo man dann nicht wissen, wer darf das dann brauchen. Darf man das überhaupt brauchen? Darf der Mitarbeiter überhaupt die Daten brauchen? Darf er die Personen dann auch anschreiben auf LinkedIn oder per E-Mail? Darf er die Bilder benutzen? Also das sind alles tausend kleine Sachen, die, ich sage, Risiken sind für die Unternehmung. Und wenn man wissen, dass das nicht aufhört, dann müsste man sich damit auseinandersetzen. Und genau für das haben wir jetzt Social Law ins Leben gerufen. Wir haben aber auch andere Themen, wie zum Beispiel eben Marketing durch Influencer. Also die Influencer-Verträge, sagt das jetzt ein Influencer, den man in-house aufbaut, sozusagen ein Salesfluencer, sage ich dem, oder ein Social Ambassador, oder ein Mikro-Influencer, den man kaufen will, oder sogar grosse Werbestars, die man unter Vertrag nehmen will. Das sind alles so Punkte, wo man sagt, ja, wir machen das jetzt noch ein bisschen gutgläubig. Was ist aber wann? Und wir haben in der letzten Zeit extrem viele so Influencer gehabt, die, ich sage mal, über die Stränge geschlagen haben und das Unternehmen im Prinzip dann die Verträge mit dem Kunden und dann vielleicht gar keine rechtliche Grundlage hat für das, weil das eben nicht in den Vertrag steht. Also müssen sie weiterzahlen, sonst entsteht ein sehr grosser Schaden, ohne dass man dann auch noch einen Gegenwert bekommt. Und das sind eben die Sachen, wo ich sage, hey, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir das machen. Und da tun wir auch Hilfestellung bieten. Also alles, was im Social Business passiert, ist im Prinzip da ein Thema, sei eben Webseiten, sei es die Nutzung von
Daten, sechs im Prinzip jeder Text, der rausgeht, jedes Bild, das rausgeht. Das sind alles so Punkte, die man heute muss einfach genauer überprüfen. Es geht aber noch viel weiter, also auch Arbeitsvertrag oder Datenschutzbestimmungen. Also die Social Law trifft den Schmerz auf der aktuellen Lage für jedes KMU, das eigentlich Mitarbeiter eine Webseite hat. Und das sind eben die einfachen Fragen, ist, wem gehört was, sage ich da mal. Und deshalb ist es eben sehr, sehr relevant, den Persönlichkeitsschutz zu gewähren, den Datenschutz und auch Profildiebstahl oder Cybermobbing. Das sind alles so Themen, wo relativ unbeschrieben sind in den Unternehmen. Oder was passiert mit Fake-Profil? Das sind alles so Sachen, wo ja, es gibt so viele Mitarbeiter zum Beispiel, wo immer noch beim alten Unternehmen unter dem Label stehen auf LinkedIn. Wie kann man da dagegen vorgehen, dass der alte Mitarbeiter, der vielleicht jetzt arbeitslos ist, nicht mehr darf, sagt, also das letzte Unternehmen als Unternehmen benutzen. Und das sind alles so rechtliche Sachen, wo man eben die Arbeitsverträge muss nehmen oder allgemein die Verträge muss nehmen, wo man tut abschliessen. Also ihr seht, es gibt extrem viele Punkte, wo man kann miteinander diskutieren. Das Thema natürlich gesamtheitliche Rechtsberatung. Ich selber bin nicht Jurist, das muss ich glaube nicht sagen, aber mein Partner, der Dr. Michael Imhofstegg, ist Wirtschaftsjurist und macht das schon seit vielen, vielen Jahren und weiss, dass er das sehr, sehr gut macht und auch sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen hat, also wirklich von sehr klein bis internationale Unternehmen. Das heisst, wir können Rechtsthemen anschliessen, die vielleicht eben mit Deutschland, Österreich oder mit Europa oder weltweite Arbeitsverträge, wo man den Gerichtsstand an einem bestimmten Ort muss haben, dass man das auch durchsetzen könnte. Also die Sachen, das ist bei uns jetzt ein tägliches Business. Vielleicht auch noch schnell sagen, warum Flatrate Sinn macht. Weil es effektiv günstiger ist und die Sicherheitsstellung im Unternehmen, dass man da nicht nur mit dem Geschäftsführer redet, sondern allenfalls auch mit dem HR, allenfalls dann eben auch mit den Sales oder mit den Marketing-Mitarbeitern oder Head of Marketing, dass die Themen dann eben nicht nur rechtliche Themen nur mit dem Geschäftsführer muss besprochen werden oder mit dem Compliance Officer, falls dann einer hat, sondern dass man das im Prinzip ganzheitlich in die ganze Firma, dass man einen Ansprechpartner hat für die Verträge und für alles, was digital mit passiert. Und das ist genau das. Zum Preismodell möchte ich nur zwei Sachen sagen. Das eine ist, Preise stehen auf der Webseite und es gibt natürlich unterschiedliche Services, die wir haben. Falls natürlich mehr oder weniger oder etwas anderes gebraucht wird, dann kann man mit uns reden, dass wir das auch anpassen können. Aber eigentlich relativ einfach. Wir haben eine Flatrate für 2,5 Tage, wo wir vor Ort sind und dann zusätzlichen Stundenansatz, falls es dann noch mehr braucht. Das ist grundsätzlich so. Und ab dem Social Law Business haben wir dann auch Erreichbarkeit drin. Das heisst, der Kunde darf dann uns dann auch anrufen für die Angelegenheiten, die er dann hat, dass wir das auch können angehen können und auch vorinformiert sind natürlich. Sehr gut. Das Team ist aktuell noch sehr überschaubar. Wir arbeiten aber mit weiteren Juristen und Anwälten zusammen, dass wir die Problematik, die wir allenfalls nicht könnten selber lösen, respektive die vielleicht im internationalen Recht sind, dass wir die dann mit Partnern zusammen arbeiten, dass wir die Problematiken dann auch lösen können. Also das ist extrem wichtig, dass wir auch Kapazitäten haben. Wir haben aktuell 3 Juristen, weitere, wo wir zusammen arbeiten können und einen Anwalt, wo wir auch zusammen arbeiten. Nur die sind nicht Teil von Social Law, deshalb sind sie auch nicht auf der Webseite. Da steht über den Michele und über mich, was wir so machen. Und natürlich noch ein wichtiger Teil über den Datenschutz, den wir da drin haben. Mit unserer Recherche, die wir gemacht haben, bevor wir natürlich gestartet sind, haben wir relativ krasses Ergebnis bekommen. Die meisten sagen, ja, wir haben Verträge, das stimmt ja dann auch, aber die Verträge verheben nicht. Und das ist genau das Problem, wo man sagt, das 1% hat sich richtig geschützt und hat das richtig gemacht. Das sind meistens dann eben die grossen Unternehmen, die die Erfahrungen schon haben, aber die kleinen KMUs, die tappen noch im Dunkeln und das ist genau das, was wir nicht mehr wollen.
Wir bieten natürlich kostenlose Infogespräche, also das Erstgespräch. Das heisst, ihr könnt auf der Social-A-Seite einen Termin buchen. Dann können wir das Gespräch führen und dann auch sicherstellen, dass wir die richtigen Partner sind oder auch die Informationen. Der Blog kommt im Verlauf von der oder nächsten Woche. Wie gesagt, das ist alles relativ schnell gegangen, aber es kommt dann auch ein Blog. Wir werden auch regelmäßige Inhalte liefern, dass wir up-to-date, die Leute up-to-date können behalten können. Genau. Noch ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir nicht mit Stundenansätzen arbeiten, sondern eben als Flatrate arbeiten und dann unsere Honorare auch zu Pauschalpreisen sind. Das heisst, es gibt keine Überraschungen, sondern man weiss, wir arbeiten genauso viel für den Betrag und dann ist die Sache klar. Social Law ist eine Tochtergesellschaft von der Social Schweiz. Social Schweiz hat sich darauf spezialisiert, LinkedIn für Sales, Marketing und Recruiting zu unterstützen. Und Social Law ist jetzt ein zusätzlicher Teil mit dem Teil Recht. Ja, das ist dann eigentlich schon gewesen, dass ich mich respektive Social Law das neue Business vorgestellt habe. Gründung ist jetzt am Laufen, das heisst, das wird also sehr bald auch öffentlich sein und wir werden in den kommenden Tagen schon die ersten Aktionen starten. Wir werden Insights bieten, also wir werden auch die LinkedIn-Tipps und Tricks ein bisschen anpassen bezüglich auch rechtlichen Sachen oder Einstellungssachen. Wir sind jetzt gerade am Switchen und deshalb freut es mich, euch das mitzuteilen und ich freue mich natürlich, wenn ihr Fragen habt, dass ihr auf mich zukommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr da zugelassen habt und dass, wenn irgendetwas ihr seht, auch was auf dem Meer passiert, dass ihr mir die Information auch schicken könnt. Da bin ich immer sehr, sehr dankbar der LinkedIn-Community und freue mich natürlich, mit euch weiterhin in Kontakt zu bleiben. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, einen lieben Gruß vom Baschi.